Der Daumen schmerzte noch, deshalb konnte der passionierte Golfer Thomas Müller nicht selbst zum geliebten Schläger greifen. Aber das Golfturnier ohne ihn, das geht natürlich nicht. Und so gab es unter anderem eine ganz besondere Trainerstunde für die stolze Mama. Ja, ich bin generell stolz auf meine zwei Burschen und dass der Thomas natürlich da so sein Talent so wie soll ich sagen, ja, an Mann und Frau bringen konnte und dass er einfach auch so ein, ja, so ein umtriebiger Kerl ist, das ist natürlich schön. Also ich bin stolz, aber wie gesagt, ich habe zwei Burschen und ich bin auf beide gleich stolz. Thomas Müller geht eben immer voran, nicht nur auf dem Fußballfeld, sondern auch in Sachen Charity. So unterstützt der Bayern-Star seit 2011 die Stiftung Young Wings. Für Thomas Müller eine Herzensangelegenheit und er lockte auch ehemalige Mitspieler wie Philipp Lahm an, sich für die gute Sache zu engagieren. Es geht um eine Stiftung, die sich um Kinder kümmert, die entweder einen oder beide Elternteile auf tragische Weise verloren haben und eben dann mit den Nachwirkungen zu kämpfen haben. Und dementsprechend ist das für uns auch immer wieder eine Herzensangelegenheit, dass man einfach mit den Kindern hier auch ein paar schöne Stunden erlebt, dass die dann auch vielleicht diese Freude, die man versucht zu vermitteln, auch mitnehmen können in den Alltag. Für ihn ist Sport eben nicht alles. So war ihm die Familie schon immer wichtig. Hitzige Spiele mit dem Bruder inklusive. In unserer Kindheit haben wir natürlich auch gegeneinander Fußball gespielt. Da gab es im Keller immer heiße Duelle. Da bin ich aber leider des Öfteren als Verlierer vom Platz gegangen. Diese Müllers, neben Bruder Simon, Mutter Claudia und Vater Gerhard, zählt seit 2009 auch Ehefrau Lisa dazu, die an diesem Abend wegen eines Reitturniers erst zur Gala erschien. Ich freue mich natürlich immer, wenn sie auch mit dabei ist. Habe sie ja nicht umsonst geheiratet, sondern weil sie mir sehr am Herzen liegt und weil wir auch sehr viel Spaß miteinander haben. Und ja, ich sie natürlich auch gerne herzeige. Und dementsprechend war es schön, dass sie noch gekommen ist. Ich glaube, es ist ein schöner Abend. Thomas und seine Lisa. Gesucht, gefunden. Gemeinsam verbindet sie vieles, wie das Interesse für den Reitsport. Aber wie war denn die fußballfreie Zeit? Es war super schön, endlich mal eine Woche ausspannen, in Urlaub fahren. Keiner musste arbeiten und natürlich auch toll, dass Thomas jetzt ein paar Mal mit aufs Turnier fahren konnte. Wir hatten Spaß. Das war gut. Und dementsprechend gehen wir mit guter Laune nächste Woche dann in den Trainingsstart. Und den ersten Erfolg konnte Thomas Müller schon vor Saisonbeginn verbuchen. Denn über 200.000 Euro kamen bei seinem Golfturnier für den guten Zweck zusammen.